Na dann, herzlich willkommen, Sonntag 18.18 Uhr zum Immorob TV. Heute ist der Paul bei uns. Paul hat über YouTube und Instagram uns mal gefunden. Und ich habe ihn eingeladen wegen einer ganz geilen Story. Also der Paul kauft heute seine erste Wohnung. Und damit er quasi anfangen kann, ordentlich zu investieren, hat er sein schönes Auto gegen einen tollen getauscht. Für Euro. Warum er das gemacht hat, was sind die Ideen dazu, der Gedanke dazu, das seht ihr alles heute im Video. Viel Spaß! Paul ist heute bei uns, kauft heute seine erste Immobilie. Die Story dahinter, wie er darauf gekommen ist, das hat mich ja sehr interessiert. Paul, du kannst dich vielleicht kurz vorstellen, wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier sitzt und dann mit uns zum Notar gehst? Grundsätzlich habe ich mich halt immer für das Thema Immobilien so ein bisschen interessiert und habe mich dann umgeguckt im Internet. Wie immer habe ich da halt ein Video gesehen vom Robert. Das hatte, weiß ich nicht, so 7000 Aufrufe. Da dachte ich mir, naja, vielleicht ist das ja wieder so das Typische, diese typische Werbung. Hier kommen wir in die Gruppe. Er war halt so sympathisch gewesen und eigentlich ging es los mit dem Thema Garagen. Weil du das auf einem anderen Kanal aber auch schon mal gesehen hast. Richtig. Also ich hatte ein Video gesehen, wo ein Unternehmer gefragt worden ist, was er tun würde, wenn er 0 Euro Eigenkapital hätte. Der hat dann gesagt, ja, ich würde ein Grundstück kaufen, 50 Garagen draufpacken und dann geht's halt los. So ein bisschen geguckt, dachte ich mir so, Moment mal, heute in Zeit so ein großes Grundstück und dann mit den 50 Garagen, das ist halt schon ganz schön heftig. So. Und dann bin ich auf dich gekommen, ungefähr vor 4 Monaten gewesen. Die Garagenvideos sind ja auch schon etwas älter. Die Situation hat sich ja auch ein bisschen geändert, das wisst du ja auch am besten. Ja. Und dann, er hieß ja nicht Garagenrob, er heißt ja Immorob. Und dann habe ich mir die anderen Videos angeguckt und dann dachte ich mir halt mega. Und am, ja, fast am Ende jedes Videos habe ich mir dann viele angeguckt, da hast du gesagt, ey, wie sieht's aus, willst du den ersten Schritt machen, dann kannst du dich bei uns melden. Ey, ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Und dann hat mich eine super nette Mitarbeiterin hat sich bei mir gemeldet. Wenn ihr selber Interesse habt, dann meldet euch entweder auf immorob.de oder schreibt mir bei Instagram und dann kommen wir gerne miteinander in Verbindung. So, und dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie immer dieser erste Schritt, weil man macht sich doch viele Gedanken. Also ich bin jetzt 24 und das Leben geht da erst so richtig los. Ich habe keine Kinder, meine Freundin und ich, wir verdienen ganz vernünftiges Geld eigentlich. Und da dachte ich mir, ja, wie geht's jetzt weiter? Wo ist das Risiko? Also, aber gab es denn Gedanken, also wo du sagst, okay, da hatte ich schon tatsächlich ein bisschen Panik, wo ich so, boah, mache ich das nie? Also definitiv, natürlich. Allein so der Werdegang, wie funktioniert das mit dem Notar, was brauche ich für Unterlagen, wie sieht der Markt in 10 Jahren aus und wie rechnet sich das da? Eigentlich gab es für mich selber, ich habe es nur die Stimme im Kopf, macht das nicht. Und dann dachte ich mir, nee, das kann es noch nicht gewesen sein, jetzt egal was kommt. Sag ich mal so, es geht komplett nach hinten los, ich habe gar keine Ahnung, ich mache das jetzt alleine ohne eure Hilfe, ohne deine Hilfe. Ja, dann habe ich halt, wenn ich die Wohnung wieder verkaufe, gut, habe ich die Nebenkosten verloren. Ja. Das sind 10.000, 20.000 Euro, ist eine Menge Geld, kein Thema. Aber dadurch muss ich ja nicht unter eine Brücke schlafen. Gab es da eine Motivation für, also irgendein Ziel, wo du sagst, das will ich später mal haben, dass ich jetzt quasi vielleicht auch in Verzicht eingehe? Naja, also ich muss sagen, von Grund auf war ich eigentlich doch ein relativ rationaler Typ. Das heißt, ich habe es relativ früh verstanden, ich muss jetzt auf Luxus verzichten, um halt später vielleicht mehr zu haben. Und ansonsten, ich habe mich, also in vielen Bereichen war ich schon unterwegs gewesen, was Selbstständigkeit angeht, also Online-Marketing oder sei es auch in der Versicherungsbranche als Selbstständiger. Aber das, ich muss sagen, das hat mir nie den Kick gegeben, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist es, das machst du jetzt den Rest deines Lebens. Mit dem Thema Immobilien habe ich mich, ja, ich weiß nicht, da dachte ich mir, das ist cool, das macht Spaß, alles drumherum und dann auch die Videos, muss ich jetzt sagen, die haben doch gut dazu beigetragen. Ja. Deswegen machen wir das. Ja. Ich glaube, das Gleiche, das habe ich ja bei euch, bei dir und auch bei deiner Freundin vorhin schon so ein Stück rausgehört, der Kopf spielt halt den Streich. Also eine Art sagt die Vernunft, boah, macht das Sinn, jetzt so viel Geld auszugeben? Was ist, wenn das und das passiert, etc. pp. Das heißt, man macht sich natürlich utopisch viele Gedanken und verdrängt aber eigentlich die Einfachheit der Sache. Und ich versuche es in den Videos ja auch immer ein bisschen runterzubrechen. Du suchst dir jemand, der quasi dein Kapital aufbaut. Mhm. Also ein Mieter, der für dich mitbezahlt. Und ich glaube, das ist die einfachste Sollbruchstelle. Wenn man die verstanden hat, dann geht's auch. Es ist die erste Überwindung. Du wirst eins sehen, wir haben ja selten Kunden tatsächlich, die eine Wohnung kaufen. Die kommen nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren wieder und dann wird immer nachgelegt. Bis man irgendwann ein Portfolio zusammen hat, was für Altersvorsorge oder wenn, dann kannst du ja auch mal eine wieder mit Gewinn verkaufen in 10 Jahren. Mhm. Bis das Spiel dann richtig anrollt. Das Einzige, was nie geht, und das kann ich an der Stelle auch immer sagen, es ist nicht zum schnell reich werden. Na, also ich habe auch keine WhatsApp-Gruppe leider. Ne? Es gibt so Ausnahmen wie das Garagenthema, was für eine Zeit, die aber aus meiner Sicht schon fast wieder abgelaufen ist jetzt, super geil funktioniert hat. Und wenn du Kapital hast, so einen Garagenhof bauen, das funktioniert auch immer noch. Aber das wird immer weniger, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Das ist wie wenn du einen Aktiensparplan machst. Genau, ja. Du bist auch nicht morgen reich, aber wenn du das Ding mal 15, 20 Jahre durchbesparst und Zinseszinseffekt, Dividenden mitnimmst, hast du hinten trotzdem irgendwo ein Vermögen aufgebaut. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Punkt.
Was hast du denn quasi von Einschnitt getan, damit du am Ende sagen kannst, geil, ich investiere jetzt in Immobilien und dafür verzichte ich auf ein Stück weit auch Luxus? Ich habe mir vor 2 Jahren, eigentlich das ist so eine Art Auto-Abo, da habe ich mir halt den Luxus gegönnt. Da kriegst du halt immer einen Neuwagen, bezahlst Summe X mit allem drum und dran und dann hast du halt ein schönes Auto. Ich war auch eher, ich habe nie viel Eigenkapital gehabt oder sowas. Ja? Und irgendwo muss man ja dann an einem Hebel arbeiten. Und die bekanntesten Hebel, na, ist A, mehr verdienen oder weniger ausgeben. Ja, bei dem Punkt mehr verdienen bin ich dran, aber aktuell läuft es noch nicht. Und bei dem Punkt weniger ausgeben, ja, da dachte ich mir, mega, das kannst du ja sofort machen. Ich muss halt einfach nur verzichten. Dann habe ich halt das Auto aber gekündigt, sprich 400 Euro netto mehr im Monat. Okay, du brauchst jetzt ein neues Auto, was machst du jetzt? Nimmst jetzt was von deinem Eigenkapital, gibst wieder 10.000 Euro aus. Dann dachte ich mir, das führt ja auch nicht ans Ziel. Und dann ist ein guter Kumpel auf mich zugekommen, der hat dann gesagt, hier, pass auf, ich habe einen Lupo, den verkaufen wir jetzt. Ich so, alles klar, was soll denn kosten? Sagt dann 1.400 Euro hat er. Und jetzt würde man sagen, 1.400 Euro ist nix. Finde ich, das ist schon viel Geld. Ja, ne? Was ist ein Auto? Guck ich so an, ich so, nee, also, was willst du denn zahlen? Ich so, ein 100er, wäre gut. War, guckt er so, ja, Paul, machen wir. Ja. Also auch mal eine gute Verhandlung. Ich stelle dich auf jeden Fall zum Einkauf für Immobilien ein. 100.000, was willst du zahlen? 20. Ja, geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch, das Auto zu fahren. Wa? Also, das ist halt eine kürzere Zeit, wo ich auf sowas verzichten muss. Damit habe ich kein Problem. Ich habe ja trotzdem noch meine schöne Wohnung, kriege trotzdem noch dasselbe Geld von meinem Arbeitgeber quasi. Kannst einen schönen Urlaub mal machen. Richtig. Mit der Partnerin, richtig, etc. Und vor allen Dingen, was ja auch sehr wichtig für mich war, auch jetzt zu dem Punkt, ja, man macht sich Gedanken. Es ist halt einfach eine Summe, die mir wieder Sicherheit gibt. Ganz einfach. Ja. Ja, und das ist dann für mich wieder, wo mein Kopf sagt, ey, pass auf, du sparst jetzt 400 Euro, kann ja noch weniger schief gehen. Das ist der Punkt und vor allen Dingen, was ich auch immer sagen muss, das ist gerade bei dem Thema Auto, Männer, das ist ja eh immer so eine ganz wilde Kombination, da gibt man gerne viel Geld aus, macht auch tatsächlich Freude, aber wenn man ehrlich ist, wie lange macht es denn Freude? Man gewöhnt sich auch sehr schnell an alles. Genau. Wenn du den Lupo fährst, mit dem Gedanken dahinter, hey, ich baue mir gerade ein Vermögen auf, wo du sagst, du musst halt irgendwann nie arbeiten. Also ich habe sehr früh angefangen, bei dir mit 24 am Ende jetzt auch. Ja, ja. Ich weiß, mit 55 sind meine Immobilien alle abbezahlt, alle komplett. Ja. Dann brauche ich nie wieder arbeiten gehen mit 55, kann hinfahren, wo ich will, in jedes Hotel, kann fast jedes Auto fahren, was ich gerne möchte. Dafür, dass ich am Anfang halt Gas gegeben habe und auf Dinge verzichtet habe. Und ich glaube, wenn du das Bewusstsein hast, dann macht das Lupo-Fahren wahrscheinlich auch richtig Spaß. Ich denke auch, ja. Finde ich eine coole Story. Also an der Stelle, die Botschaft, die solltet ihr heute auf jeden Fall mitnehmen. Am Anfang vielleicht ein Stück weit Verzicht. Auch wenn es kurz weh tut, es tut wirklich nur kurz weh, für ein langfristiges, größeres Ziel. Und ich glaube, es gibt doch wichtigere Dinge. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer fährst du so im Jahr? 25 ist schon viel, ja. Okay, das ist schon gut, so, ne? Aber wie groß ist wirklich der Lebensunterschied? Richtig. Und ich habe ja noch eine tolle Freundin, die hat auch ein schönes Auto. Dann natürlich perfekt. An der Stelle, er hat es eigentlich perfekt gesagt, es gibt zwei Dinge. Das eine, wenn du investieren willst und es vielleicht aktuell noch nie gehst, überleg dir, wie kann ich mehr Geld verdienen. Teilweise reicht es sogar mal zum Chef zu gehen und mal zu sagen, Kollege, ich mache jetzt seit 5 Jahren einen geilen Job, ich würde gerne mal über mein Gehalt reden. Leider werden oft nur die erhöht, die nachfragen und die anderen tatsächlich nie. Das muss man sagen. Richtig. Das ist ganz oft so der Fall. Das ist Punkt Nummer 1. Nebenjob suchen, was auch immer, wo man Bock drauf hat, nebenbei irgendwas machen. Und Punkt Nummer 2 ist natürlich die Ausgaben überprüfen und vor allen Dingen das in der Relation sehen. Wie gesagt, viele geben Geld für ein ganz tolles Auto aus, na, damit sie auf Disco dann irgendwie die Mädels beeindrucken können und dann müssen sie in der Plattenbauwohnung abends leise machen, damit sie die Mama nicht wecken. Das kann auch peinlich sein. Deswegen, wie gesagt, Prioritäten setzen und ich glaube, gerade langfristig Geld zu investieren, was zu besitzen, was aufzubauen, sollte eine große Priorität sein. Geile Story auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Beim Lupo-Fahren, beim Investieren und heute natürlich beim Kauf deiner ersten Immobilie hier in Dresden. Ist ja auch nicht von hier, ne? Nee, ich komme aus Berlin, ja. Ja. Aber es ist sehr schön hier. Ist A, sehr schön natürlich und man muss auch sagen, Berlin ist natürlich ein ganz wilder Markt, da hat man andere Kaufpreise. Richtig, tatsächlich. Ja. Das war auch ein Grund, warum ich hier in Dresden gekauft habe am Ende, ja. Also muss man sagen, es gibt wirklich Standorte, die sind interessanter als Berlin oder Frankfurt oder München. Gerade beim Anfang, wenn du jetzt sagst, Geld spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, dann kann man das vielleicht machen, weil man den Wert ja trotzdem erhält. Ja. Ich glaube nie, dass in Berlin die Preise fallen werden. Aber du musst natürlich am Anfang ein viel, viel höheres Investment machen, viel mehr aus der eigenen Tasche dazulegen, um am Ende auf den grünen Zweig zu kommen. Deswegen, denke ich, sind wir hier in Dresden ganz gut aufgestellt. In diesem Sinne.